beim Fotografieren. Noch ein bisschen breiter grinsen. Jetzt kommt der spannende Teil, und zwar ist das die Cake Smash Torte, und die kann ich jetzt verzieren mit rosa Sahne und einer Spritztube. Und zwar hat die hier einen Sternaufsatz, und ja, das ist eine ganz normale Buttercreme Torte, Biskuitboden in der Mitte halbiert und dann die Buttercreme dazwischen gestrichen und außenrum auch, und jetzt wird sie verziert mit der Sahne. Ja, ein fertiges Bild zeige ich euch auch, und ich mache nachher noch ein kleines Video, eine kleine Sequenz, wenn der Kuchen fertig ist. So, jetzt geht's los mit dem Verzieren. Jetzt habe ich die Sahne in den Beutel gefüllt, mit dem Sternaufsatz vorne drauf, und jetzt bin ich mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das Ganze vorstelle. So, jetzt habe ich sie fertig, schön besprüht. Das ist die wunderbare Cake Smash Torte mit rosa Sahne ringsrum. Das kann man ordentlich manchen, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ich bringe das jetzt heil zum Shooting, weil sonst war die ganze Mühe umsonst. Aber sie sieht doch eigentlich ganz süß aus. Und da kommt natürlich noch so ein bisschen eine Verzierung oben drauf, so Herzchen, so Toppings zum Einstecken. Und dann kann es losgehen. So, wir hatten gerade das Cake Smash Shooting. Und das ist die Sauerei danach. So sieht es aus. Und ich muss jetzt das Ganze aufräumen. Ja, die ganze Sauerei wegbringen. Und das Baby sitzt in der Badewanne und wird jetzt erstmal gebadet. Ja, ich war mal wieder einkaufen, und zwar war ich bei DM, und da habe ich doch einiges gekauft, und zwar könnt ihr das hier sehen. Ich habe die zwei Paletten hier entdeckt, Lidschattenpaletten, und die Farben fand ich klasse. Dann Babylips, ganz wichtig, Camouflage-Make-up, und da konnte ich einfach nicht widerstehen. Haarfarben. In Einhornfarben, Pastelltöne und ein Shampoo, um es wieder rauszuwaschen, und eine Blondierung. Mega geil. Das gibt es, glaube ich, jetzt ziemlich neu, und das werde ich mal testen an mir. Ich weiß aber nicht, welche Farbe mir steht oder welche, mit was ich anfange. Vielleicht alle auf einmal, keine Ahnung. Eine coole Sache. Die Haarfarben, die halten übrigens nicht so lang. 2 bis 3 Haarwäschen oder 5 bis 10. Also die lassen sich wieder rauswaschen. Ja, da wollen wir mal wieder shoppen, Make-up shoppen bei DM. Hallo ihr Lieben. Und zwar haben wir heute Samstag. Es ist 9 Uhr, und gerade war der Chef von fotohintergrund.com bei mir und hat mir einen Hintergrund geliefert fürs Model Sharing morgen. Und zwar ist es ein Vinyl-Hintergrund, 4 Meter auf 2 Meter, glaube ich, den ich einsetzen kann. Beim letzten Model Sharing hatte ich ja schon mal so einen Hintergrund, und diesmal wird ein anderer mal eingesetzt. Ich bin gespannt. Ja, bin ein bisschen früh aufgestanden, früher wie sonst für einen Samstag, muss ich sagen. Und um 10 Uhr muss ich dann im Studio sein, denn da werde ich ein freies Projekt umsetzen mit einem Model, mit der lieben Sophie. Und ich bin schon ganz gespannt.
Ich werde euch natürlich auch Ergebnisse zeigen und mal schauen, ob ich ein bisschen was filmen werde für ein kleines Making-of oder so oder irgendwie eine kleine Videosequenz für einen Vlog. Ja, und dann habe ich ja vor einiger Zeit ein Portfoliobuch auch bestellt. Das hier. Und ich glaube, ich blätter mit euch durch dieses Büchchen auch mal ein bisschen durch.